Huhu, ich habe hier ein kleines Resin Craft Update für euch. Ja, das sind die Teilchen aus meinem letzten Pop-Out. Das sind nicht ganz so viele. Die größeren zeige ich euch eben auch noch mal kurz. Die sind zurechtgefeilt. Da kommt nur noch ein Magnet dran, weil ich finde, die großen Teilchen, gerade hier diese runden, finde ich jetzt als Schlüsselanhänger ja nicht so geeignet. Ich finde die ein bisschen zu groß. Die gehen noch, aber ich finde, die sind auch ein bisschen dick. Weiß ich nicht. Ich glaube, da mache ich auch einen Magnet draus. Und ja, ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch die Teilchen mal eben. So, ich lasse das mal hier liegen. Dann kann das gleich wieder hier drauf. Dann kann ich das wieder so zu meinem Schreibtisch tragen. Ich drehe ja immer nicht am Schreibtisch, weil ich habe eben nicht so den schönen großen Basteltisch. Also ich habe einen großen Schreibtisch, aber ja, da steht eben auch ein Rechner inklusive Drucker, beziehungsweise sogar zwei Drucker und Boxen. Und ja, ich habe eben den Schreibtisch nicht als reinen Basteltisch, sondern ja, Computer, ne? Da ist ja nicht ganz so viel Platz und ich mag dann meine Hauls oder Craft-Updates lieber hier machen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Da fange ich mal an mit diesem Teil. Das sieht so aus. Da habe ich tatsächlich mal. Ich muss nämlich dringendst bei Doreen Beats bestellen. Ich brauche Kettchen und Co. Hier habe ich jetzt mal so einen großen Schlüsselring dran mit diesen Kettchen. Ich mag die nicht gern. Ich mag lieber diese filigranen, feineren Verlängerungskettchen. Und ja, das ist nicht so. Aber gut, dadurch, dass die jetzt auch nicht ganz so klein sind, wobei die gehen noch. Ja, auf jeden Fall haben wir einmal den mit einem Herzchen dran. Mal ein bisschen einzoomen, wa? Ja. Ich guck mal, ob ich. Ja, bleiben wir mal bei dieser Form. Da habe ich auch ein Schlüsselkettchen dran. Also einen großen Ring mit Schlüsselkettchen. Naja, ihr wisst schon. Da haben wir dieses Teilchen. Mit Love. Ich finde ja diese Figürchen total Zucker, ne? So, da waren noch die, die musste ich aber erstmal trocknen lassen. Also die haben auch schon ihr Löchlein, aber die habe ich, weil die waren weiß, die habe ich hinten beglitzert. Das gefällt mir einfach besser. So gerade bei weiß, ja, sind ein bisschen beglitzert. Also da kommt natürlich noch was dran, weil die ist auch schon vergeben. Und ja, die werden natürlich noch fertig gemacht. Also da kommen auch Anhängerchen dran, Charms und so weiter. Die mussten aber erst trocknen, ihr kennt das. So, dann haben wir hier diese Herzchen. Da haben wir einmal das hier. Na, ihr kennt das ja, was immer hier diese die Fummel. Da habe ich auch ein Herz dran. Ja, und da habe ich, wie gesagt, das sind normalerweise diese Spaltringe, die ich für unten nehme, weil ich bohre ja Löcher, wie ihr wisst. Das sind 10 mm Spaltringe. Und dadurch, dass meine 14 mm Spaltringe, was ich ganz gern als Schlüsselring nehme, weil ich finde das ausreichend, ich finde die schöner als diese Riesenklopper, braucht man nicht bei so kleinen Teilen. Ja, die sind aber alle, ich muss unbedingt bestellen. Jetzt habe ich hier auch nur einen 10 mm Spaltring dran, was aber in Ordnung ist. Man kann das ganz normal trotzdem an einem. Man kann das trotzdem ganz normal an einen Anhänger dran bamseln. So, jetzt haben wir es. Aber trotzdem, die sind natürlich ein bisschen löt. Da werde ich wohl heute mal eine Bestellung tätigen müssen. Das nützt ja alles nichts, ne? Dann haben wir hier nochmal ein Herz. Mit Love. So. Das Ganze haben wir hier nochmal. Wenn ihr ein Teilchen seht, dann schreibt mich bitte über Insta und oder über Facebook an. Hier bei YouTube nicht wirklich. Also da gucke ich schon mal gar nicht nach Mails, also das, weil ich das alles über Handy mache. Und da kann man nicht nach Mails gucken. Deswegen, wenn ihr Interesse habt an dem einen oder anderen Teil, einfach bitte anschreiben über Instagram oder Facebook. So, dann haben wir dieses Teilchen hier mit so einem For You.
Genau. Das werde ich mal wahrscheinlich mit in eine Ü-Post oder so packen. Ja, ist ja gut, Schatzi. Schatzi sitzt neben mir und knautscht sich hier. Dann haben wir hier dieses Kätzchen. Da habe ich ein Herz dran. So, weiter geht's mit den Sternchen hier. Haben wir hier dieses süße Hündchen. Hier auch nochmal eins, da ist aber ein großer Ring dran und ein Herz. Also ich mag das, wie gesagt, nicht so gern, diese großen Ringe. Aber wie gesagt, ich musste jetzt teilweise gucken, ne? Ich muss, wie gesagt, bestellen. Ja, und dann haben wir hier noch ein filigranes Schlüsselkind. So. In blau-rosa. Habe ich ein Herz dran gebamselt. Ja, die Schlüssel finde ich jetzt, weiß ich nicht. Ja, das ist der Ring auch fast zu groß, aber ein kleiner passt nicht durch, weil die sind ja doch relativ dick und ich gieße ja schon dünn. Aber das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn man nicht mit Spaltringen arbeitet, ist es manchmal gar nicht so einfach. Aber mit diesen Spaltringen fange ich erst gar nicht an. Quatsch, mit diesen Spaltringen, was laber ich für ein Grütz, ey. Mit diesen, ihr wisst schon, was ich meine. Mit diesen Schraubösen. Jetzt haben wir es. So, jetzt kommen diese kleinen Teilchen. Ich weiß nicht mehr, welche genau, aber ich glaube, die sind zum größten Teil weg. Anja, wenn du das Video siehst, melde dich nochmal und gib mir nochmal Bescheid. So, da haben wir dieses Teil. Die liebe Anja aus der Schweiz. Die mag nämlich auch gern hier so diese Mädchen und Lolitas und so. Und ja, die hat jetzt mittlerweile schon einige Teilchen von mir. Und das ist immer ganz süß, wenn ich dann halt ein Craft-Update bzw. ein Pop-Out mache, dann schreibt sie schon immer gleich. So, die musst du bitte reservieren. Und die waren beim Pop-Out auch schon reserviert. Ein paar von diesen Mädels. Auf jeden Fall. So, hier nochmal. Mit Love. Das auf jeden Fall. Mit dieser Parfümflasche hier dran. Ja, die kleinen mag ich auch. Das sind ja meine Lieblinge. Die gieße ich auch am liebsten, diese kleinen. Da muss ich neue bestellen, weil die gehen langsam in die Breite. Die gehen ein bisschen auseinander. Werde ich dann auch nicht mehr ganz so lange nutzen können. Man kann ja auch immer nur 5 Stück gießen. So, und das Ganze haben wir ja nochmal in Blau. Da haben wir ein Herz dran. Ja, ich finde die auch niedlich, die Mädchen auf jeden Fall. Die und die Lolitas und oh, die sind schon sehr süß. So. Hier mit dem Herz. Die sind auch mal klasse zum Domen. Ich hole die immer vorher raus und dome die hinterher außerhalb der Form. Ich finde das schöner. Ja, und dann haben wir hier zu guter Letzt ein Haar. So. Haben wir noch dieses Teilchen, auch mit dem Herz. So. Das sind jetzt die Anhängerchen. Und dann hatte ich aus meinem letzten Pop-Out hier noch ein paar Teilchen, wo ich aber dachte, da mache ich Magnete draus, weil die sind ein bisschen was größer. Da haben wir einmal das. Das hatte ich euch ja, ihr habt es ja gesehen, im Dings, die habe ich nur ein bisschen gefeilt, sonst nichts dran gemacht. Ihr habt das bestimmt schon gesehen. Ich bearbeite meine Teile selten von außen, weil ich habe ja auch mal viel Glitzer und Glimmer. Warum soll ich hier jetzt noch Steinchen oder so draufkleben? Das weiß ich nicht. Ich mag das nicht so gern, wenn ich ehrlich bin. Weil das sind halt Schlüsselanhänger und ich weiß nicht, wenn man da Gedöns dran klebt, sieht immer schön aus, um Gottes Willen. Aber das sind halt Schlüsselanhänger, die müssen ein bisschen was aushalten. Und ich denke da halt immer so Strasssteinchen oder
Jellies oder was man da auch immer drauf macht, Cabochons. Ja, da muss man eben auch gucken, ne? Die müssen was aushalten und ich hätte immer Sorge, dass die Leute da dann verlieren. Deswegen, weiß ich nicht. Das ist so mein Stil. Ich mache da immer selten was drauf. Kommt sicher mal vor, habe ich aber, seht ihr ja selten bei mir. Also hier die Teile, da ist ja nichts drauf. Weil ich meine, hier zum Beispiel, das ist farbig, da ist viel Glitzer. Weiß ich nicht, wo ich da jetzt noch was draufklatschen sollte. Nö, will ich auch gar nicht. So, dann haben wir dieses Teilchen nochmal. Das war so ein bisschen uneben. Das habe ich versucht, ein bisschen so zu feilen, dass es einigermaßen gerade aufliegt. Das muss schief gestanden haben, aber als Magnet finde ich das schon sehr, sehr schön, das Teil. Wie gesagt, da kommen hinten Magnete drauf und dann kann man das super nehmen für den Kühlschrank und Co. Ne? Dieses Teil hätte ich jetzt im Grunde, habe ich ja hier auch, hätte ich jetzt im Grunde auch als Anhänger machen können. Weiß ich nicht, bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher, muss ich mal gucken. Entweder mache ich noch einen Anhänger draus oder ich lasse das als Magnet. Ich dachte, ja, ist auch mal eine schöne Sache als Magnet, weil es auch so ein bisschen was dicker ist. Und die beiden Teile, der ist auch schon angefragt worden. Nee, doch. Oder war das der? Nee, der. Und der glaube ich aber auch. Anja, ich glaube, den wolltest du, gell? Ich glaube, die liebe Anja wollte noch den hier, mein My Melody, als Magnet. Genau, kriegst du dann. Da kommt, das geht ja schnell, da brauche ich nur hinten einen Magnet draufkleben. Und der war jetzt angefragt. Hier von Twin Stars. Als Magnet. Ja, dann habe ich noch die beiden Ballerinas, wie gesagt. Und die werden jetzt von der Größe okay als Anhänger. Aber ich dachte, vielleicht mache ich da auch Magnete draus. Wenn jetzt jemand sagt, oh, die sind hübsch, die möchte ich haben. Aber als Anhänger, dann gibt mir einfach gern Bescheid. Das ist dann kein Ding, noch kann ich das machen. Die werde ich wahrscheinlich auch noch beglitzern, weil das finde ich schöner, wenn man einen weißen Hintergrund hat wie hier. Das sieht dann ja ein bisschen schöner aus, wenn das so ein bisschen beglitzert ist. So, das waren die Teilchen. Ich bin durch. Und ja, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Interesse habt, schreibt mich einfach an. Und ja, ich werde demnächst wahrscheinlich auch mal so ein Resin-Update machen. Ja, was ich hier noch so rumfliegen habe, damit man die eben auch mal abgibt, vertauscht, was auch immer, weil ja, die sollen ja auch weg, ne? Also ich gebe ja auch, wie gesagt, immer auch mal was als Goodie mit. Und so, aber ich habe einige Teilchen noch. Ich meine, nur wenn man viel gießt, dann hat man schon einige Teilchen rumfliegen. So, das war's. Und Anja, melde dich bitte nochmal. Ich weiß, dass du von denen hier, obwohl du hast mir ein Bild geschickt, da kann ich nochmal gucken. Also auf jeden Fall sind ein paar von denen vergeben. Ich glaube, die pinken. Ich glaube, die vier hier. Ich gucke dann einfach. Ja. Das war's. Ups. Mensch, na sag mal. Ja, und heute ist übrigens Freitag. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir haben tatsächlich schon wieder Freitag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich glaube, heute werde ich mal ein bisschen was basteln. Mal sehen. Und ja, dann werde ich bestimmt die Kamera anschmeißen. Bis dann. Tschüss.